Hallo, auf Gartenparadies News, der Natursender. Ja, die Weihnachtszeit naht heran und ich habe hier einen sehr schönen Weihnachtsstern, den ich euch heute vorstellen möchte. Also der Weihnachtsstern ist ein Wolfsmilchgewächs und somit giftig. Also wer ja, Kleintiere zu Hause hat, sollte diesen ja, für Kleintiere unerreichbar stellen, weil dieser, wenn ja, Tiere diese Pflanze anknabbern oder kleine Stücke davon essen, dann eben Vergiftungserscheinungen auftreten können. Ja, der Weihnachtsstern hat sattgrüne Blätter, wie man das hier sehr gut erkennen kann. Er hat ja zumeist hochrote Hochblätter. Man sieht auch ja, andere Zuchtformen mit weißen, rosa Blättern. Ich habe sogar schon mal blaue Hochblätter gesehen. Und genau in den Hochblättern befinden sich die knospigen Blüten. Also es sind nicht diese Hochblätter, diese roten Blätter, diese Blüten, sondern die Blüte befindet sich direkt in den Hochblättern. Ja, der Weihnachtsstern kommt ja aus Mexiko und dort ist es ja sehr warm, wie jeder weiß. Und demzufolge mag der Weihnachtsstern auch keine Kälte. Und darauf sollte man eben auch beim Kauf achten. Das heißt, wenn der vom Transport, vom Einkaufsmarkt zum Auto zum Beispiel, ja, schon ein Kälteschock darstellt und das dann in der Folge zu, ja, Abfall von Blättern führt. Der Weihnachtsstern mag einen hellwarmen Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung und man sollte ihn auf gar keinen Fall kalt gießen. Er mag auch hier, ja, lauwarmes Wasser. Und der Ballen sollte nie richtig feucht sein und auch nicht zu trocken. Also er mag keine Staunässe und immer darauf achten, dass zwar gegossen wird, dass Wasser vorhanden ist, aber nie eine Staunässe auftreten kann oder den Erdballen sogar austrocknen lassen sollte. Ja, wer den Weihnachtsstern mehrere Jahre behält, ihn so gut pflegt, dass er halt eben auch das Jahr übersteht, was zum Teil sehr schwierig und kompliziert ist, da wir ja hier in anderen Breiten leben mit anderen Temperaturen. Wer es aber schafft und den Weihnachtsstern wieder zur Blüte bringen möchte, der sollte den Weihnachtsstern über 6 Wochen lang 12 Stunden dem Licht entziehen, also dunkel stellen. Ja, der Name Weihnachtsstern ist einer Legende entsprungen aus seiner mexikanischen Heimat. Ein armes Mädchen namens Pepita konnte Weihnachten Christus kein Geschenk kaufen und brachte stattdessen die Pflanze in die Kirche. Dort blühte der Weihnachtsstern und stellte alle anderen Geschenke in den Hintergrund. Ja, und in dem Sinne finden wir seit Jahren ja sehr viele Weihnachtssterne in Einkaufsmärkten und ja, hält diese Erinnerung somit an diese Legende wach. Ja, das war's mal wieder auf Gartenparadies News, der Natursender. Bis zum nächsten Video. Tschüss.